Sind noch nicht voll, wie viel können die denn? Ja. Maximal 250 Milliböcke, wie viel können die denn aufnehmen? Ups. Mach ich das so. Zack, zack. Erstmal so. Übrigens, wenn du suchst, die Öfen stehen hier nicht mehr jetzt, ne? Okay. Ist ja nicht schlimm. Nimmst gerade alles mit. Na, mach ich. Mach du mein. Ja gut, Charco kann ich selbst produzieren, das ist nicht das Problem. Sowas ist halt nie das Problem. Wood. Tick, tack, tick, tack, tick. Mit Holz, da nehme ich mir gleich noch ein Case. Füll das Ding ein bisschen auf. Das geht relativ schnell. Case habe ich ja. Holz haben wir so genug. Ja. Nachdem, was man so meint, ob das genug ist. Warte mal. Na gut, eine Kiste brauche ich auf jeden Fall für die Blüten. Erstmal. Obwohl. Jetzt fängt's an. Ah, verpisst euch, Zombies. Hm? Lass mal kurz schlafen gehen. Ja. Ich hab hier kein Bett. Ich muss das noch zu Insel rüber. Ich dachte, du hast es mitgenommen. Ja, ich hab's aber nicht dauerhaft bei mir. Ich hab's da hinten auf der Insel abgestellt. Ich werde dann gleich vorne nochmal ein Bett hinstellen. Ich lieg schon mal. Ich auch. Gut, muss das Ende ausleuchten. Ja gut, für die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück brauche ich dann dafür. 8 Cases. Hier haben wir Holz. Erstmal so. So. Okay. Dann. Dann Arsch offen, ey. Das Holz. Das Kabel. Na gut, ich mal den nach. Das Holz offen. Arsch offen. Okay. Einmal, dann einmal kurz die Wrench nehmen. Die Öfen kurz da rein. Dann kommen wir natürlich noch mit Kabel entgegengeflogen. Ist richtig. So, einmal so setzen. Items kommen geflogen, yay. Na, schön, ne? Voll assi. Da ist der Case. Dann geht oben rauf. Da bist du rein. Ich kann mich gerade irgendwie nicht entscheiden, wie ich sitzen soll. Wow, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde. Ja, ging schnell. Ich bin noch nicht wirklich vorangekommen. Naja, ich muss gerade zwei Optionen, dass die mir alles auf den Sack geht, ey. Wollen wir gleich mal kurz eine Aufnahmepause machen? Du kannst, was willst du erst essen? Auch, ja. Ja, man geht aber essen. Geht auch einfach was essen. Nein. Du kannst Aufnahme schauen und in der Zeit mache ich weiter. Ja, ist klar. Ja gut, Leute, habt ihr gehört, ne? Dann würde ich sagen, bei mir
Bis gleich. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt bei Flash weiter. Nein, nicht machen. Doch. Tschüss. Ja, tschüss, bis gleich. Oh, der geht jetzt auf Fuesen. Da stirbt jetzt ein Skelett. Ja. Einer weniger. Bis gleich. Bis gleich. Fresssack. Muss immer hier ein bisschen. Ah, toll, jetzt habe ich keine Home mit, ey. Ich gehe so lange vom Server runter. Dann ja, mach ich. Ja, ja, mach ich. Kann ich alone pennen. Das kommt besser. Das ist natürlich, glaube ich, keine Home mit. Mal gucken, ob wir irgendwo eine Ho-Ho-Ho haben. So, solange Zentus nicht da ist, kann ich mich auch mieten bei ihm. Dann hört er auch mein Gelaber nicht ganz halt auf dem Ohr. Das heißt, wir müssen jetzt die Insel ausleuchten. Ich suche gerade die Ho. Da ist er. Schauen, dass wir das Witchwater produziert kriegen. Witchwater produzieren. Das Clay nach unten setzen. Eine Case für Sand noch extra hinmachen. Und langsam dann noch Strom weiter unten produzieren. Ich vermute mal, dass ich das mit Lava und Wasser mache. Gibt es ja auch noch eine Möglichkeit. Die kann ich euch gleich noch zeigen. Wo ist denn die verkackte Haut? Habe ich sie doch. Aber erstmal noch hier ein paar Kops wieder anbauen. Gut, ist klar. So, den zischen wir mal eben hoch. Und Fackeln. Boah. Hier ist der Arsch viel dunkel. Ja, definitiv so. Grundlegend ist klar. Jetzt gehen wir einmal nur so kurz. Da unten ist auch noch. Na gut, das ist der Rand. Das ist kein Problem. Da kommen Zäune hin. Hm. Die Netherwarzen müssen wir noch zichten. Aber das ist die schlimmste Fläche hier gerade, die nicht ausgeleuchtet ist. So. Hier spawnt ja nur haufenweise Müll an Monstern. Die Falle funktioniert noch astrein weiter. Wenn wir für die noch ein bisschen erweitern über einen Grinder. Eventuell, dass man die umschalten kann. Aber dass es eine zweite Farm gibt. Oh. Das schaue ich mal, weil ich hatte mir was überlegt mit den Tintenfischen unten, mit den Squirts, dass die mit dem Grinder unten abgefangen werden. Jetzt muss ich mir noch anschauen, ob ich das mache. Boah, ein Stack Fackeln hier verbraucht. Ausgeleuchtet. Na, da oben ist klar, das macht aber sowieso relativ wenig, weil das halbe Blöcke oder so sind. Das macht es eher weniger. Wie gesagt, Zentos ist weg. Da können wir auch in Ruhe alles weitermachen. Brauche ich gerade nicht kommen. Na, ja, den Bogen war klar. Hier die Corpsticks. Ah, wird Zeit, dass ein System hier hinkommt. Jetzt brauche ich noch ein paar Fackeln wieder. Hab keine. Aber die Short-Produktion ist klar. Ich muss da rankommen. Sticks, Clearglas, Zäune. Hab ich eigentlich noch welche? Ja, hab ich noch. Hier nehme ich die noch mit. Dass das da mal gemacht wird. Ah, den Autoklicker wollte ich machen, genau. Deswegen auch gleich Strom. Da brauchen wir den, ist der Geothermal? Oder ist der nur Thermal? Oh. Das ist nämlich aus. Immer eine Save Energy, aber anscheinend müssen wir da mal gucken bei dem Mod. Ich sehe den Block da. Thermoelectric Generator. Steel ist kein Problem. Oh. Thermo. Wie machen wir die denn? Dann nehmen wir Nickel und Kappa. Okay. Kriegen wir hin. Nickel und Kappa. Halbes Stack davon. Nehmen wir ein halbes Stack. Sollte ganz okay sein eigentlich. Verbinden die beiden. Also halt so ein, zwei von den Dingern eventuell bauen können. Warum kann er das denn nicht machen? Ist natürlich blöd. Warum waren noch die beiden Komponenten? K
Kupfer und Nickel. Also erst ein Pulverizer anschließen dafür, da kann ich die beiden. Ah, okay, beide gehen auch hier hin. Brauche ich dich aber. Strom. Nimm es einfach so. Kriegen wir welche super daraus. Eine Platte, ein Ding davon. Das ist ein Kappa Weil, das ist klar. Wir nehmen die schon mal mit. Und unten Geothermal-Generator 1, 2, 3, 4, 5. Eine 4 Stück hin. Dass da unten dieses Ding so abgekapselt ist, auch von Strom weiterhin. Oh Gott sei Dank, das ist ein Skelett. Und hat den Hammer. Na gut, die brauche ich gleich auch noch. Die brauche ich sowieso. Darks. Einen Stil haben wir. Kappa eventuell noch was mitnehmen. Eisen, der Rest kommt sowieso gleich da wieder reingeschmissen. Wo ist diese? Deswegen habe ich diese eine Kiste auch gemacht, damit das einfach nur für das Zeug da ist. So. Platten. Ja, machen wir erstmal zwei. Machen wir mal. So, zwei Stück. Jetzt müssen wir uns Lava und Wasser mitnehmen. Wasser haben wir unten unendlich. Das heißt, wir nehmen uns drei Lava-Buckets mit. Aber bevor wir das machen, wir brauchen Energiepipes. Hier. Nee. Wir brauchen das Rezept. Ja, Pulse Naming Iron. Da wird nicht wohl gar nichts mehr von haben. Das heißt. 10, 10. Na, geht gar nicht. Wir müssen 12, 12 haben. Dann geht's. Und so können wir nämlich das Strom, was unten verbraucht wird, eigentlich nur dafür nutzen. Also wie ich das mache, ohne da irgendwas zu klicken, ist mit dem Mausrad. Könnte mit dem Maus rein und raus wollen, so. Können das wieder rein und rausziehen. So, er produziert mit das. Wir brauchen jetzt unten noch eine Steinfläche und nehmen jetzt hier drei Bucket Lava schon mal mit. 1, 2, 3. Die füllt er gleich auch wieder nach, wie man sieht. Der ist ja fix drin. Da kommt auch noch mehr hin. Also das ist noch harmlos, was hier produziert wird. Das sollte noch weiter außen produziert werden. Lava oder beziehungsweise die Tanks kommen noch weiter nach unten gezogen, dass wir unten noch Lava haben. Weil das mit dem Witchwater geht mir nicht so leicht gerade auf den Senkel. Boah, was droppt denn jetzt hier raus? Oh, Iron ist wichtig. Wo droppt der denn? Wo ist denn Iron voll? Erste Kiste? Ach, du ahnst es nicht. Das ist natürlich schon die Härte, dass Iron droppt. Ah, hier wird es langsam auch voll. Nam, 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 nam. Hey, Fresssack! Warum hast du nicht gemutet? Damit du mein Gelaber nicht hören musst. Das ist egal. Du Fresssack. Mein Eisen ploppt die ganze Zeit schon raus. Zwei. Okay. Ich habe gerade gelesen, es gibt einen Hinweis wohl, dass ein neues Remake von Diamant und Pearl kommen soll. Okay. Mal gespannt. Abfahrt nur Tatewing 1, 2, 3. Nee, go, go. Was gut ist, wenn ich essen kann, kann ich auch gerade schon mal die erste Folge remuxen. Das ist wieder Langeweile, ne? Wieso? Schon mal ein MPP wieder umwandeln. Was kannst du machen? Du Holikop, du. Ja, hab ich wenigstens noch eine gezeigte Datei. Oh, das ist richtig. Und ich bin die ganze Zeit am rumbasteln schon wieder an Plattform. Sollte ich eigentlich nicht tun. Ja, oh, wie immer. Sagt er wie immer. Arsch wie immer. Wie immer. Kannst du einfach nur übertreiben manchmal. Das machst du doch immer. Ich weiß gar nicht wieso. So, der müsste. Ich überlegen, muss der. Ne, der muss dahin.
Der kann dahin. Dann könnte einer dahin, einer dahin. Oder auch nicht. Jetzt bin ich gerade überfragt. Bist du immer. So. Werde ich nochmal kurz aufpassen. Nam, 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 Fressack.